gegeben. Wie gesagt, ist da gewisse Zahlen, gewisse Angaben und wir sollen da eine Funktion aufstellen. Versuchen wir mal so aus dem Text ein bisschen das in mathematische Schreibweise zu bringen. Bei einer Produktion von 80 Mengeneinheiten betragen die Gesamtkosten. Wenn ich eine Kostenfunktion suche, k von x, dann bedeutet das schon mal, ich kann aufschreiben, die Kosten an der Stelle 80 machen 3.885 Geldeinheiten aus. MI für Mengeneinheiten, GI für Geldeinheiten. Was auch immer das bedeutet. Die variablen Kosten sind ein bisschen weniger. Ich schreibe das gleich wieder mit mathematischen Symbolen auf. Logischerweise sind die weniger. Die variablen Kosten KV sind nur 2080. Aus die zwei Dinge kann ich sofort was herausfinden, dass die Fixkosten wie groß sind. Genau die Differenz. Die Fixkosten bedeuten die Kosten an der Stelle 0. Machen aus. Die Differenz sind da 1805. Dann haben wir noch eine Angabe, bei einer Produktion von 100 Mengeneinheiten betragen die Grenzkosten, jetzt muss ich wieder Vokabelheft nachschauen, Grenzkosten sind nichts anderes als K'. Ich schreibe es nochmal ganz langsam auf, Grenzkosten sind K' von x, also weiß ich, dass K' an der Stelle 100 54 sein muss. Die erste Ableitung, könnte jetzt, wenn man nur von Funktionen redet, sagen, die Steigung an der Stelle ist 54. Und die variablen Durchschnittskosten, wow, die variablen Durchschnittskosten, jetzt müssen wir ja schauen, was sind die variablen Durchschnittskosten? Naja, die variablen Kosten sind KV, die variablen Durchschnittskosten ist halt das durch x durchgerechnet. Variable Durchschnittskosten. Die betragen an der Stelle 129 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Das heißt, die K-Variable an der Stelle 100 durch 100 durchdividiert. Betragen 29 Geldeinheiten. Und ganz zum Schluss steht jetzt, welche Funktion sollen wir verwenden? Mit welcher Funktion soll das modelliert werden? Meistens, wie gesagt, ist es eine kubische Funktion, in einfachen Fällen eine quadratische, aber da steht eine kubische Funktion, soll das sein. Eine kubische Funktion sollte man auch wieder aus dem Gedanken irgendwo herkriegen, hat allgemein immer die Form k von x gleich ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d. Dritten Grades, kubisch. Quadratische Funktion wäre ax² plus bx plus c. Mit der werden wir jetzt einfach weiterrechnen. Eins wird irgendwie schon aus der Funktion heraus relativ schön zum Sehen sein. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4 Variablen, 4 Koeffizienten A, B, C, D. Und aus A, B, C, D brauche ich also 4 Bestimmungsgleichungen, wie ich irgendwie auf das A, B, C, D kommen kann. Und die 4 Bestimmungsgleichungen, das ist das gleiche, wie wir es im letzten Semester gemacht haben, werde ich da irgendwo finden. Wir haben 4 Bestimmungsgleichungen. Und sogar 5. da noch, weil ich schon die Fixkosten herausgerechnet habe. Aber eigentlich haben wir schon 1, 2,
drei, vier Bestimmungsgleichungen. Da habe ich ein typisches Schulbuchbeispiel, da kommt man genauso viel vor, wie man braucht. Sollte immer so sein, wenn man ein Schulbuchbeispiel löst. Die Realität schaut ein bisschen anders aus. Na gut, da wir das aus diesen ersten mathematischen Schreibweisen, diese Abkürzungen, noch ein bisschen genauer uns anschauen. Mach's mal langsam und dann werden wir das Ganze gerne mit Computer schnell lösen. Erste Sache wäre mal, wir brauchen k an der Stelle 80. Schreibt es nochmal her. K an der Stelle 80 ist also für x 80 eingesetzt. A mal 80 hoch 3 plus b mal 80 Quadrat plus c mal 80 plus d. Und das soll sich ergeben, oder das ergibt 3885. Wir haben eine Gleichung, eine Bestimmungsgleichung mit a, b, c und d. Und das machen wir jetzt einfach mit allen dieser vier Gleichungen. Also jetzt werden wir nur abstrakt unter Anführungszeichen. Jetzt schauen wir, dass wir das Ganze in Gleichungen irgendwie reinbringen. Die Variablenkosten an der Stelle 80. Wie schauen die Variablenkosten aus? Kannst du oben nur kurz dazu schreiben. Die Variablenkosten sind eigentlich alle Kosten ohne die Fixkosten. Naja, die Fixkosten sind nichts anderes als das da hinten. Das plus d. Das macht die Fixkosten aus. Die wissen wir schon, dass die 1805 sind, aber ich schreibe es jetzt einfach nur so auf, wie wir es ursprünglich gedacht gehabt haben. Also die Variablenkosten an der Stelle 80 sind gegeben. Eingesetzt bedeutet es wieder a mal 80 hoch 3 plus b mal 80 Quadrat plus c mal 80. Und hinten steht eben kein plus d mehr. Und die Variablenkosten ergeben 2080. Für die nächste Gleichung brauchen wir die erste Ableitung, weil wir die Grenzkosten haben. Die erste Ableitung, da muss man einmal händisch ableiten, allgemein ableiten. Schauen wir uns kurz an, wann die Kostenfunktion k lautet, kx hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d, muss die erste Ableitung davon wie lauten? Noch x abgeleitet bedeutet 3ax² 2bx und c und das d fällt wieder weg, weil es eine konstante Zahl ist. Wie gesagt, das müsste eigentlich alles sehr vertraut ausschauen, weil genau solche Sachen haben wir im sechsten Semester gemacht und genau solche Sachen brauchen wir jetzt eben wieder. Umkehraufgaben, wir suchen eine Funktion, die diese Eigenschaften besitzt. Jetzt haben wir ein paar andere Namen, wie Grenzkosten statt erste Ableitung oder Steigung an der Stelle ist gleich. In diese erste Ableitung setzen wir 100 ein, also 3a mal 100 zum Quadrat plus 2b mal 100 plus c. Die erste Ableitung soll 54 sein. Dritte Gleichung. Wir haben schon drei Gleichungen mit vier Unbekannten. A, B, C, D, A, B, C, A, B, C. Und jetzt kommt noch die vierte Gleichung, wo wir gesagt haben, die variablen Kosten, Durchschnittskosten an der Stelle 100, also durch 100, soll ebenso, oder ist ebenso angegeben. Also die variablen Kosten, das haben wir oben gehabt, jetzt wird mit 100 eingesetzt,
das Ganze durch 100 dividiert, soll ergeben 29. Können wir auch machen, beziehungsweise gleich durchkürzen. Jetzt hört es uns auf zum händisch Rechnen, nur damit wir es einmal gesehen haben. Wir haben aus dem Text 4, nehmen wir es mal so, halb mathematisch oder 4 mathematische Bedingungen aufgestellt. Wieso genau 4? Weil wir eben auf Kostenfunktion dritten Grades gehabt haben, wo wir eben 4 Unbekannte haben. Ist immer so, wenn euch eine abgeht, fällt euch irgendwas oder geht es von einer falschen Funktion aus. Aus diesen 4 Bedingungen, die mathematisch dargestellt sind, haben wir jetzt eigentlich nichts anderes als 4 Gleichungen. Ein Gleichungssystem mit 4 Unbekannten, A, B, C, D. Der nächste Schritt wäre jetzt händisch, aber das mache ich, wie gesagt, nicht mehr. Diese 4 Gleichungen noch auszurechnen und dann ein Gleichungssystem mit 4 Unbekannten zu lösen. Ja, das kostet einmal 20, 25 Minuten Zeit. Braucht man nicht, macht man nicht, tun wir nicht, wir steigen sofort auf den Computer um. So ein Gleichungssystem ist sehr, sehr schnell und einfach gelöst. Wir haben ja die Umkehraufgaben im nächsten Semester mit dem Computer rasch gelöst. Das da, das erste, das lost, also das kann kein Computer. Das ist ganz wichtig, um das geht es eigentlich. Ja? Die 4 Bedingungen aufzustellen, das ist eigentlich das Schwierigste oder das ist die Aufgabe von uns. Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert, wenn man mit GeoGebra das Ganze arbeitet. So. Wir werden dazu ganz einfach das CAS verwenden. Also einfach in einem neuen Fenster, alle anderen Fenster könnt ihr schließen und das CAS Computeralgebra-System verwenden, um dort jetzt unsere Funktion zu finden. Ihr braucht sogar nicht die Eingabezeile, wir brauchen wirklich nur die das CAS-Fenster. Es sind da verschiedene Begriffe vorgekommen, Gesamtkostenfunktion, Grenzkosten, Durchschnittskosten und variable Durchschnittskosten und so weiter. Vielleicht fangen wir mal mit dem an, dass wir uns die Kostenfunktion definieren. K von x, Doppelpunkt ist gleich. Ganz wichtig, wenn wir damit was rechnen wollen, im Algebra-Fenster, im Computeralgebra-Fenster, dann müssen wir es definieren. Und da ganz einfach a mal x hoch 3, beziehungsweise wer das mal nicht schreiben möchte, einfach mit Leerzeichen, b mal x Quadrat plus c mal x plus d. Man sieht sofort, ob man es richtig macht, aber wenn man nämlich den Doppelpunkt nicht schreibt, sind die x'en nicht eingefärbt. So habe ich wirklich eine Funktion definiert, die von der Variable x abhängig ist. A und b und c und d sind nur Platzhaltervariablen für das, was wir dann außerfinden wollen. Wenn ich mit Enter bestätigt habe, kann ich eben mit dieser Funktion k von x rechnen. Ich kann auch ganz schnell zum Beispiel die Variablenkosten jetzt definieren, kv, indem ich einfach das d hinten weglasse. Kann man gleich machen, kv von x, Doppelpunkt ist gleich. Entweder ich sage, das ist nichts anderes, schreibe es wieder rein mit ax hoch 3 und so weiter, oder ich kann gleich sagen, das ist nichts anderes als k von x, weniger dem d, weil die Fixkosten ja wegziehe. Ich bin faul, ich will das nicht nur mehr reinschreiben mit ax hoch 3 plus bx plus cx, sondern schreibe es einfach so hin. Der Computer macht es sehr automatisch. Dann ist noch vorgekommen als Begriff die variablen Durchschnittskosten. Ja, auf die kann ich mich beziehen, ganz einfach k von x durch x. Die Grenzkosten ist die erste Ableitung, die kann ich auch schon verwenden, weil wir die Kostenfunktion ja schon sauber definiert haben.
wir werden gleich sehen, wie wichtig es ist, dass man diese Symbolik, die da als erstes aufschauen, diese mathematische Umschreibung, dass man das als Menschen zusammenbringt, weil genau das muss ich jetzt dem Computer nur mal sagen. Ich weiß, dass die Kosten an der Stelle 80 3.885 sind. Wenn ich die Kosten oben mit Doppelpunkt ist gleich und so sauber definiert habe, dann kann ich das wirklich jetzt GeoGebra ausrechnen lassen. Also genau das einsetzen, statt x wird 80 eingesetzt und dann kommt die Gleichung. Also das, was wir da unten gemacht haben, wird GeoGebra jetzt automatisch für uns ausrechnen. Ich stelle es so ein bisschen nebeneinander, dann sieht man, aha, das a mal 80 hoch 3 ist eben die 512.000 mal a. Plus das b mal 80 Quadrat sind die 6400 mal b. Plus c mal 80 ist 80 mal c plus d ist gleich. Also habe ich die erste Gleichung eigentlich so sauber schön ausgerechnet. Ja. Zum Definieren. Ich will ja mit der Funktion was machen. Ich will keine Gleichung hinschreiben. Wenn es nur eine Gleichung ist, kann ich es gleich schreiben. Bei den Umkehraufgaben muss ich immer das Doppelpunkt ist gleich, damit ich mit der Funktion arbeiten kann, damit ich schreiben kann, k von x ist gleich oder k von 80 ist gleich. Dann haben wir die Variablenkosten, das habe ich kv. Wenn man es sauber definiert hat, sieht man, GeoGebra macht es so leicht bläulich, das heißt, er kennt den Befehl oder er kennt diese Funktion. kv an der Stelle 80 ist gleich, jetzt will ich eine Gleichung eingeben, 208. 2008, danke. Also kriege ich jetzt auch wieder das eingesetzt. Man sieht, das ist das, wenn ich es händisch einsetze. GeoGebra setzt es ein, rechnet es gleich wieder aus und wir haben die zweite Gleichung. Ja, jetzt fehlt noch das K' an der Stelle 100. Auch das können wir direkt so eingeben. K', das ist das beim nehmen wir Enter, K' an der Stelle 100 soll 54 sein. GeoGebra tut jetzt intern nichts anderes als das, was wir händisch abgeleitet haben, tut er automatisch ableiten und setzt 100 ein, so wie wir das da haben, und ich kriege sofort meine dritte Bestimmungsgleichung heraus. 3a mal 100 zum Quadrat plus 2b mal 100 plus c, das ist 30.000 a plus 200b plus c ist gleich 54. Und dann mal langsam weiter. Wir wissen, die Variablenkosten, Durchschnittskosten an der Stelle 100 sind auch noch gegeben. Auch das kann ich so eingeben. KV an der Stelle 100 durch 100 ergibt eben 29. Und da wird jetzt auch automatisch eingesetzt, automatisch vereinfacht und ich komme auf meine letzte Bestimmungsgleichung. Deswegen habe ich vorher das händische Vereinfachen schon aufgehört, weil wir jetzt 1, 2, 3, 4 Gleichungen automatisch da haben. Nur mal kurz Wiederholung zu dem, bevor wir weitermachen. Oben sauber die Kostenfunktionen bzw. die variable Kostenfunktion habe ich definiert. Und mit der kann ich jetzt ganz schnell die vier Gleichungen, die Bestimmungsgleichungen ermitteln, indem es immer genauso eingibt, wie es auch händisch unter Anführungszeichen aus dem Text herausgelesen hat. Das ist die einzige Kunst, die wir noch brauchen. Jetzt gilt es nur mal, dieses Gleichungssystem zu lösen. Naja, das ist nichts anderes als markieren. Ich habe schon ein paar Mal gemacht mit euch. Die vier Gleichungen, nur die vier Gleichungen, da stecken meine Informationen drinnen. Die markiere ich auf der Seite, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Und dann klicke auf Löse und wir freuen uns, dass da schöne Zahlen, wie du hier hast, herauskommt. Und wir haben sofort das Gleichungssystem gelöst. Das ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben jetzt A, B, C und D herausgelöst. Geht sehr, sehr rasch. Wie gesagt, im Computer händisch sitzt da mindestens 20 Minuten. Für A kommt das heraus, für B kommt das heraus, für C kommt das, für D haben wir eh schon gesagt, die Fixkosten haben wir oben schon händisch ausgerechnet, oder im Kopf ausgerechnet, 1805.
Jetzt habe ich die Koeffizienten A, B, C, D und jetzt kann ich sofort die Kostenfunktion so hinschreiben, wie man es braucht. Ein kleiner Trick nur, ein kleiner Tipp nur, das haben wir auch bei den Unteraufgaben schon gemacht letztes Jahr, letztes Semester. Ich kann die Lösung da jetzt einfach schnappen und per Drag and Drop auf die Kostenfunktion da oben ablegen und dann wird automatisch das A, B, C, D dort oben eingesetzt und dann steht da wirklich die Kostenfunktion so, wie es braucht. Das ist dann meine Lösung. Und genau das werde ich jetzt da screenshotten und dann haben wir die Umkehraufgabe eigentlich gelöst. Da habe ich gar nichts eingeben, sondern einfach nur die Lösungsnummer und auf. So. Auf das bin ich auch nicht irgendwie gekommen durch Eingabe, sondern ich habe nur die Zeilen markiert und dann einfach auf Lösung gedrückt. Es wird automatisch dann gelöst und so dargestellt, wie man es braucht. Gut, und ganz zum Schluss, wie gesagt, da kann ich jetzt meine Kostenfunktion herauslesen und beziehungsweise das ist die Kostenfunktion, die gesuchte, die all die Eigenschaften erfüllt, die im Text angegeben waren. 1/200 x hoch 3 weniger 3/4 x Quadrat plus 54x plus 1805 als Fixkosten kann ich da herauslesen. Die Umkehraufgaben sind nichts anderes als sogenannte Steckbriefaufgaben. Man sucht gewisse Funktionen, die die Eigenschaften eben haben, die gesuchten Eigenschaften haben.